Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Roland Holzer und in diesem Tutorial geht es um die If-Anweisung in Python. Wenn wir zum Beispiel eine Volljährigkeitskontrolle machen wollen, also wir wollen ein Alter eingeben. Ich mache jetzt mal die Eingabe, Input, frage nach dem Alter und wandle das dann in eine ganzzahlige Variable mit Int um. Dann habe ich ja jetzt das Problem, rauszufinden, wann ist diese Person ist diese Person volljährig. Also die Frage wäre ja, ist das Alter größer oder gleich 18? Bisher haben wir nur Sachen ausgegeben, aber jetzt muss ich entscheiden, was ich ausgebe. Und dafür gibt es in Python das if. If, Englisch für wenn, heißt ja einfach wenn. Und jetzt das Alter ist größer gleich 18, dann, also dann macht man einen Doppelpunkt und jetzt kann ich sagen, print volljährig. Wenn ich das jetzt ausführe, dieses Programm, fragt er mich nach meinem Alter und ich gebe mal mein Alter ein, 45, und er sagt volljährig. Was passiert aber jetzt, wenn ich eine Zahl eingebe, die kleiner ist als 18? Also wenn ich als Alter zum Beispiel 2 eingebe, dann endet mein Programm hier und hat nichts ausgegeben. Weil dieses if-Alter größer gleich 18 sagt, nur wenn das Alter größer gleich 18 ist, dann macht diese Anweisung, die dahinter steht. Ich könnte jetzt noch eine zweite Anweisung machen, wenn Alter kleiner ist als 18. Dann print minderjährig. Wenn ich es jetzt nochmal ausführen, 2 eingebe, kommt minderjährig, aber nur minderjährig, weil nur diese Bedingung im if stimmt, also nur dieses if wird ausgeführt. Und das hier, ob 2 größer ist als 18, ist falsch, also wird das hier nicht ausgeführt. Wenn ich mein Programm nochmal ausführe und 18 eingebe, dann kommt volljährig. Also ein if ist dafür da, nur, also den Befehl dahinter nur auszuführen, wenn die Bedingung stimmt. Wenn ich jetzt mehr als einen Befehl hier angeben will, also der abhängig der Volljährigkeit ausgegeben wird, dann muss ich das wie folgt machen. Ich schreibe if, dann die Bedingung, ein Doppelpunkt, und gehe dann in eine neue Zeile, aber ich rücke es ein. Also dieser Abstand hier, diese Einrückung ist wichtig, weil alles, was jetzt eingerückt ist, der Editor macht es ja automatisch. Das wird gemacht, wenn das if hier stimmt. Also alles, was eingerückt ist, gehört dazu. Print. Ups. Und voll straffähig. Das heißt, wenn ich hier unten jetzt ein Alter eingebe, wie zum Beispiel 2, kommt minderjährig. Also beide Zeilen hier werden nicht gemacht, weil sie eingerückt sind. Wenn ich ein Alter eingebe, das jetzt größer gleich 18 ist, wie 56, dann kommt volljährig und voll straffähig. Wenn ich diese Zeile nicht einrücken würde, dann gehört sie zum Hauptprogramm und wird unabhängig von jedem if ausgeführt. Das heißt, jetzt würde kommen, wenn ich 40 eingebe, volljährig und voll straffähig, was stimmt. Aber wenn ich ein kleines Alter eingebe, wie 5, kommt voll und voll straffähig als erstes minderjährig. Weil dieses if hier zieht nicht, also wird volljährig nicht ausgegeben. Aber dieses print hier gehört wieder zum Hauptprogramm, wird einfach so ausgegeben. Das heißt, in Python muss man jetzt aufpassen, dass man alles, was zu diesem Block gehört, fürs if einrückt. Die Einrückung muss auch gleich sein. Also wenn es hier ein Zeichen weniger eingerückt ist, kriegt man eine Fehlermeldung, dass er eine Einrückung hat, die ihn irritiert. Ne? Unintent does not match any outer intendation levels. Also diese Einrückung passt nicht zu irgendwas außenrum. Gleich weit einrücken. Dann läuft es wieder, ohne zu meckern. Die Bedingungen im if, wir haben jetzt schon gesehen, es gibt größer, größer gleich, kleiner und kleiner gleich. Was übrigens nicht geht, ist, wir können kein gleich größer machen. So rum
mag er das nicht, Invalid Syntax. Das heißt, das hier passt nicht. Erster Halt, er kennt nur größer gleich, kleiner größer und es gibt natürlich auch ein Vergleichen, also ein Gleich. Wenn ich hier also gleich schreiben würde, geht das aber nicht, weil das kennen wir schon von der Zuweisung. Wir brauchen hier zwei Gleichs. Gleich ist praktisch der Vergleich. Bei gleich 18 geht es eben nur, wenn es 18 ist. Also hier, ich ziehe das mal wieder ein bisschen hoch. Alter 18, dann kommt gerade so volljährig. Wenn ich es ausführe und 19 eingebe, kommt jetzt nichts. Weil dieses if sagt nur, wenn das Alter gleich 18 ist, ist es nicht volljährig. Nicht gerade so volljährig. Und ein Ungleich sieht so aus. Ausrufezeichen gleich. Das soll das durchgestrichene Gleichzeichen symbolisieren. Das macht hier jetzt beim Volljährigkeitstest keinen Sinn. Deswegen machen wir hier für ein anderes Beispiel. Wir teilen. Und wenn ich jetzt a einfach als 10-mal annehmen und b als 3, könnte ich mir beides per Input holen, ist ja egal. Und ich will hier a durch b teilen, dann gibt ihr mir 3,3 aus. Wenn jetzt aber der Benutzer hier an dieser Stelle 0 eingeben würde, kommt eine Zero Division Error, also eine Exception, ein Fehler durch 0, darf man halt nicht teilen. Das können wir aber abfangen, indem wir einfach sagen, wenn b ungleich 0 ist, dann machen wir das Print. Und wenn b gleich 0 ist, dann sagen wir, durch 0 teilen ist doof. Wenn wir dieses Programm ausführen, kommt jetzt 10 raus. 10 durch 1 kann man ausrechnen. Und wenn ich durch 0 teilen will, kommt durch 0 teilen ist doof. Und wie gesagt, das würde auch gehen, wenn ich den Input von Teiler abfrage. Dann wäre b einfach float von Text. Und nachdem wir hier nur einmal eine Anweisung haben, könnten wir die auch hier hochholen. Wenn ich das Programm jetzt ausführe, fragt sie mich nach dem Teiler. Wenn ich 2 sage, kriege ich 5 raus, 10 durch 5. Und wenn ich 0 eingebe, dann sagt er, durch 0 teilen ist doof. Alles andere geht aber auch. 0,1 geht, dann kriege ich 100 raus, weil 10 durch 0,1 eben 100 ist. Und oft hat man solche Auswahlkriterien. Wir haben, wenn b ungleich 0 ist, mache ich das eine und ansonsten mache ich das andere. Und dafür gibt es eine einfachere Syntax, dass man Bedingungen, vor allem wenn sie groß sind, nicht ständig neu schreiben muss, kann ich hier sagen else. Also ich sage, wenn b ungleich 0 ist, gibt es aus und ansonsten gibt das andere aus. Das funktioniert jetzt immer noch genauso. Wenn ich 0 eingebe, kommt doch 0 teilen ist doof. Und wenn ich einen anderen Teiler eingebe, dann kommt das Ergebnis raus. Also wenn irgendwas. Also das ist die Bedingung. Wenn diese Bedingung gilt, mache ich das hier und ansonsten mache ich das hier. Ich kann natürlich das auch beliebig ineinander verschachteln. Das ist beim Programmieren immer schön. Also ich kann zum Beispiel sagen, wenn der Teiler ungleich 0 ist, dann kann ich zum Beispiel sagen, wenn b kleiner 0 ist, ja, dann mache ich das Negative davon, dass das Ergebnis positiv bleibt. Und hier else print a durch b. Das ist jetzt ein sehr interessantes Beispiel, das wir vielleicht mal Stück für Stück noch machen müssen. Wir haben also 10 in a und geben dann den Teiler ein. Wenn der Teiler nicht 0 ist, mache ich alles, was eingerückt ist. Und hier ist nochmal ein if drin. Das heißt, nur wenn wir ungleich 0 sind, gucken wir, ist kleiner 0, dann gebe ich minus a durch b aus. Und wenn es ungleich 0 war, aber größer gleich 0 ist, dann gebe ich das hier aus. Aber 0 kann es in dem Fall ja schon nicht sein. Die Einrückung sagt, nur wenn das hier gilt, mache ich das. Und dieses else hier ist ganz außen eingerückt, wird also nur gemacht, wenn das da oben nicht gilt. Das heißt, wenn ich jetzt
hier unten einen Teiler eingebe, wie zum Beispiel, hups, ja, nochmal ausführen. Also ich gebe einen Teiler von 2 ein, dann kommt 5 raus. Ich gebe einen Teiler von minus 2 ein, dann kommt auch 5 raus, weil beides ist ungleich 0. Das heißt, wenn es kleiner 0 ist, wie hier minus 2, dann macht er 10 durch minus 2, macht minus 5 und rechnet das Ganze negativ. Im Fall hier oben war es positiv, dann macht er diesen Teil. Und nur wenn ich das Ausführen als Teiler 0 eingebe, kommt doch 0 teilen, ist doof. Das heißt, wir haben unser if, das kriegt eine Bedingung. Ich kann Variablen hier vergleichen mit gleich, gleich, für gleich, Ausrufezeichen, gleich, für ungleich, kleiner, kleiner, gleich, größer, größer, gleich, hier zum Beispiel, um zu vergleichen, was größer ist. Und ich kann dann immer noch jedem if ein else hinzufügen. Am Ende vom if und else steht immer ein Doppelpunkt, um praktisch die Bedingung von den Anweisungen zu trennen. Wenn es nur eine ist, kann man es in die gleiche Zeile dahinter schreiben. Wenn es mehrere Anweisungszeilen sind, rücke ich es ein. Alles, was eingerückt ist, gehört zum if. Ich hoffe, das war verständlich und ich bedanke mich fürs Zusehen.